im Moment sieht das ja hier die Location nicht so aus, als wenn wir dort gekämpft hätten. Ja, hier und so. Der Vorteil ist, wenn ich... Gehen wir nochmal runter. Der Vorteil ist, wenn ich die ganzen Leute hier töte... Die können mich nicht mehr... auffinden. Der Nachteil ist... Okay. Dass ich... sie... glaube... ich muss halt zudehnen und sie töten. Kamera, 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 dreh dich. Zwei Stück. Zwei Stück ist vielleicht. Bisschen viel, oder? Nee, also den Weg, den brauche ich da nicht lang gehen. Okay, der da ohne auf dem Dach. Der könnte mich vielleicht sehen. Ich habe leider noch keine Armbrust. Ja, mit der Armbrust, da könnte ich schön aus der Entfernung viel Damage machen. Und die wäre leise. Im Vergleich zu der Pistole. Die Pistole ist zwar, die macht zwar viel Damage, aber die ist laut, die ist laut. Oh, ich hoffe. Oh, fuck, 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 fuck. Nein! Okay, Glück gehabt. Sehen da oben die mich? Nee. Naja, schön geschrien. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig, ne? Genauso unauffällig, wie wenn ich jetzt hier an der Wand entlang kletter. Das ist genauso unauffällig. Wir sind hier in der Engelsburg, ne? Mädels, Engelsburg. Ja. Oh, okay. Okay. Okay, knapp. Ja. So, dann kriechen wir mal hier schön entlang, wenn wir hier runterfallen, wäre nicht so Cesare. Toll. Lucrezia. Ach, die machen ja Inzest, genau, da war ja was. Eklig. Bruder und Schwester. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunehmen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein, richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Lucrezia Borgia. Sie ist auch weg. Bringen Sie um. Kann ich hier mal runterklettern? Das ist vielleicht gesünder. Öffnet das Tor! Was? Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Ich wollte schon gerade sagen. Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein.
Muss ich jetzt hoch oder muss ich runter? Nee. Wieder noch. Ich muss da rechts. Und ich muss hoch. Also erst rechts, also erst runter. Dann rechts und dann wieder hoch. Ja. Hallo. Hallo, Katharina. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Okay, also sie hat den Schlüssel im... Gerade so aus ihrer Gangster gefahren. Sie hat den Schlüssel in ihrem Dekolleté. Okay, also einfach mal so stehlen müsste normalerweise nicht funktionieren. Denn... Ist hier jemand? Nö. Da hinten ist jemand. Meine Güte, ist das riesige Ding, ey. Was ist das eigentlich für eine Musik hier? Mist! Verdammt! Ich war zu langsam. Ach, egal, ist mir jetzt egal. Egal. Dann kann ich auch Rambo machen. So. Muss ich hin? Ich runter. Okay, tot. Also, das ist jetzt mal wieder so scheiße, ey. Wegen dem einen Person da oben, obwohl ich so lange gewartet habe. So schön gewartet habe. Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. Kann ich euch noch was besorgen, Prinzessin? Ja, hallo. Na, Katharina? Ezio, was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay. Dann gehen wir mal wieder nach oben, ne? Und zwar nach ganz oben wohl. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Er brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Ich hüte unser Geheimnis. Lucrezia, deine Lippen rufen nach mir. Ey. Wie komm ich denn da rüber? Ich komm da ja nicht hoch. Ah, andere Seite. Okay, andere Seite. Pont, Max. Okay. Nicht mehr als 10 Quadrate verlieren. Schade, dass ich gerade eben wegen einer Wache, da die... Was war das? Ich
Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Wow. Was eine... Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Ja. Ich wollte schon gerade sagen, was ein böses Mädchen, würde ich sagen. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Hallo. Bitte, junge Dame. Fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Gegen die Wache kämpfen? Entkommt, da ist er! Laju! Oh, so welche. Schlag Karte zu! Ergreift ihn! So, easy going. Hab ihn gefunden, da! So, das sind ja die Billigwachen, wenn ich an der Kamera was sehen würde. So. Tot. Lucrezia als Geisel. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Die gefangen für. Wie bitte? Jetzt stirbst. What the fuck? Gib mir Haut einfach. Beeilung! Alter. What the fuck? Weil ich die nicht als Geisel nehmen konnte. So. Echt? Wie kann ich denn jetzt... Ah. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Okay. Nee, da geht's nicht raus. Da. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Wow. Da. Das sagt die Richtige. Wisst ihr, was aus den Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Jetzt stirbst du. Jo, schrei nicht so viel, Mann. Okay, der hat mich erstmal gegriffen. Oh. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Peng! Einfach so. Und jetzt? Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig es zu durchschauen. Oh, jetzt wird schon wieder ganz weit weg. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt echt ein Witz, ne? Okay. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Boden? Jetzt haben wir nochmal Geld bekommen. 3000. Und wir haben 5300 schon. Ergreift den Bastard! Tempo, Party! Oh, okay. Die hat mich umgeworfen. Ich schmeiß doch ihre Leute um. Boah, der hat mir mit der Keule gegeben. Das ist gut, wenn du da langläufst. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Auf ihn! Das war's, ja.
Stopp. Bam, umgeworfen. So. Wisst ihr, was auf dem Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Ja. Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Soll ich daran nehmen? Los, soll ich jetzt Angst haben, oder was? Ich sehe ihn! Da! Forza! Trennt ihn in eine Sackgasse! So, warte mal, ich hab doch hier eine Waffe, oder? So, jetzt rennt die auch nicht weg. Okay, ich glaube, das war gerade ein bisschen buggy. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Pen! Einfach so. Einfach so. Ja, ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Was? Na los, steh auf, Mann. Ah, umgeworfen. So. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Was für ein höherer Zweck hat er denn? Macht und Reichtum. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Okay, gut. Was soll's? Meine Worte sind vergeudet. Ipocrita. So, ich hoffe, das reicht jetzt. So, gut. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. 800 Florin extra bekommen. Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vai a farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, wache! Ich habe genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Mit keiner Rede aus der Burg fliehen, die Stelle erreichen, nicht entdecken lassen. Okay. Boah. Der entkommt uns! Das ist Witz, oder? Wie soll ich mich da nicht entdecken lassen? Wenn der Homo da direkt, wenn da direkt schon zwei Stück haben wir hier. Als hätte ich eine Wahl. Naja. Jetzt können wir uns durchprügeln. Warum rettest du mich? Warum nicht? Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Was tut ihr denn, Ezio? Warte mal, ich hab doch ein Wurfmesser, ne? Haltet ihn! Ora! Okay, das ist nicht mehr ein Wurfmesser. Das ist nämlich mein Minischwert. Oh, okay. Kommt, Ezio, hier lang! Was schreiten die schon wieder diese also? Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? Du hast mich nur ausgenutzt. Du hast mich nur ausgenutzt, oder was? Nee, du hast mich nicht ausgenutzt, oder? Du bist doch nett und freundlich, oder, Katharina? E la politica. Natürlich, ich wusste es. Du musst nichts erklären. Ah. Jetzt wird's lustig, würde ich sagen, Katharina. Wag es nicht. Ein geeignetes Versteck. So, haben wir den mal platt gemacht, bevor er überhaupt irgendwas macht. Filio di Putana, tu so etwas nie wieder. Boah, nur am Meckern ist er. Frau, ne? Frauen sind schlimm. Bezahle für deine Sünden! Boah. Ich hätte natürlich, wenn ich jetzt noch die Synchronisation wollte, wäre ich als erstes hier vorgelaufen. Und dann hätte ich hier geguckt, ist hier noch irgendjemand? Ja, da ist noch einer. Gut, so bring ich den noch schnell um. Kann ich sowieso machen. So, easy going.
bisschen weit. Ein bisschen weiter. Und dann gehen wir mal zu den Stellen. Es wird von dort drüben geöffnet. Kann ich dich hier liegen lassen? Moment. Warnung, zum Ziel zurückkehren. Au, da draußen läuft ernsthaft eine Person, die mich gesehen hat. Ja, genau.